Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge American Truck Simulator. Wir sind heute mal in der Public Beta unterwegs, die ist nämlich seit ein paar Tagen draußen. Wenn ihr mal hier oben links in die Ecke guckt, Version 1.201, die könnt ihr aktivieren, indem ihr im Steam-Programm in der Spielebibliothek mit der rechten Maustaste auf American Truck Simulator klickt, dort dann unten auf Eigenschaften und oben auf Betas. Und dort könnt ihr dann auswählen, bei welchem Beta-Programm ihr teilnehmen möchtet. Und das müsste die Public 1.2 sein, also jetzt gerade in diesem Moment. Und was bringt ihr uns? Diesen Mod-Manager, diesen schönen. Und da klicken wir jetzt direkt mal drauf und können uns das Ganze angucken. Denn das Ganze ist jetzt im Steam Workshop unterstützt und wird da dargestellt und angeboten. Also die Mods, die man für American Truck Simulator machen kann, kann man jetzt auch über den Steam Workshop releasen, installieren und gleichzeitig up-to-date halten, was ziemlich geil ist. Und das haben wir mal mit diesem Real Company-Logo gemacht. Der ersetzt uns diese Fake Wallbart und wie sie alle heißen Logos mit richtigen Logos. Ich hätte auch diesen nehmen können, der hat aber bei mir erst nicht geklappt bei der Installation, weil ich Doom war. Der wird, glaube ich, besser funktionieren. Ich habe es allerdings auch noch nicht ausprobiert. Was müsst ihr machen, wenn ihr ein Mod installieren wollt? Ihr geht da hin, klickt ihn an, so, klickt ihn an, ja, und dann lädt es, weil ich so eine schnelle Internetleitung habe, und dann klickt ihr hier auf Abonnieren. Den habe ich jetzt abonniert und das heißt, dass der immer aktuell gehalten wird. Sobald also der Modder, der hier russisch ist, der Satan 19990, sobald der also ein Update für den Mod raushaut, kriege ich den automatisch, sobald der auf Steam veröffentlicht wird. So, sobald ihr abonniert habt, fängt Steam an zu rödeln und runterzuladen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob man nach dem Runterladen das Spiel neu starten muss. Es kann sein, dass vorher der Mod hier nicht auftaucht. Ihr geht dann, wie wir gerade schon gesehen haben, auf den Mod-Manager und dann sieht das hier erstmal so aus. Dann kommt hier noch eine kleine Informationskarte, die euch sagt, was diese Logos zu bedeuten haben. Beziehungsweise weiß heißt, der Mod ist zwar installiert, aber noch nicht aktiviert. Rot heißt, der Mod ist installiert, aber nicht verfügbar oder nicht kompatibel, genau. Und grün heißt, der Mod ist super prächtig. Ich weiß nicht, wir können hier, genau richtig, wir gehen jetzt hier rüber. Und dann wirklich sämtliche Mods zulassen, alle Mods, die nicht zulassen sind, bla 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 bla. Zack, und jetzt ist er grün, und jetzt ist er aktiv. So ist richtig. Jetzt können wir den hier noch als Favorit markieren und uns Informationen anzeigen lassen. Ja, Blutschner Wardis Wodka. The Mod changes all logos and firms, bla, habe ich euch ja gerade schon erklärt, was er macht. Ja, und dann ist es eigentlich, können wir die Änderung bestätigen. Und dann geht's hier los mit unserem schönen Selfie-Profil. Ich bin jetzt schon lange nicht mehr beim American Truck Simulator unterwegs gewesen. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob es klappt. Wir können das mal eben kontrollieren, indem wir hier schnell einen Auftrag... Jawohl, Tesla ist auf jeden Fall schon mal eine echte Firma. FedEx ist eine echte Firma. Wenn ich jetzt noch Walmart sehe, bin ich glücklich. FedEx von Walmart, ja, 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 das ist doch herrlich. Sehr schön, dann klappt das schon mal. Wir sind übrigens in zu Hause, glaube ich, wieder. Wir sitzen natürlich in unserem Peter-Bild und gucken uns direkt mal auf dem Frachtmarkt um. Ja, wir sind wieder in San Diego. Das nach dem ersten Installieren der Mod, ich wollte es ja testen, hat er uns wieder zurück nach Hause geschickt. Das kann sein, das wird wahrscheinlich passieren. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr da irgendwie eine bestimmte Lieferung nicht verlieren wollt oder gerade in Hornbrook seid und werdet auch nach San Diego zurückgesetzt. Kann passieren. Auftrag von San Diego suchen wir uns jetzt mal raus und zwar nach Elkno, ne, El Centro hätte ich jetzt ganz gerne, obwohl der ist auch sehr kurz, ne. Hier ist vielleicht auch eine schöne Runde nach Santa Cruz, da waren wir noch nicht. Da ist allerdings El Centro. Komm, fahren wir mal eben nach El Centro und fahren von da aus vielleicht weiter. Ich glaube, die brauchen auf jeden Fall Flüge. Und die wollen wir mal abgeben. So, wie war das denn jetzt nochmal? Genau, wir sind zu Hause und können jetzt erstmal unsere Ladung abholen. Ich habe hier mal so diese Kopfbewegung eingestellt, wie mir empfohlen wurde in den Kommentaren, dass der also automatisch die Kamera mitschwenkt, wenn wir einlenken, was ich ziemlich praktisch finde. Vor allen Dingen kann man, was mache ich hier eigentlich, vor allen Dingen kann man auch den Wert bestimmen, wie viel mitgeguckt und mitgelenkt werden soll, also wie stark die Kamera mitlenken soll, was ich auch sehr praktisch finde und der Wert hier ist gerade bei 10-15% oder so, also alles noch recht easy und einfach. So, jetzt fahren wir hier gleich mal raus, wenn das denn geht. Ich weiß gar nicht, ob es noch Änderungen jetzt in der 1.2-Version gab. Ich war so begeistert vom Steam Workshop, dass ich das direkt mal ausprobieren wollte. So, jetzt möchte ich aber auch bitte mal hier rausfahren. Ja, schaffen wir das? Diese toleranten Amerikaner, die haben da nichts gegen. So, wieder geradeaus gucken. Und auch geradeaus fahren. Speedlimit von 30 Meilen pro Stunde einhalten. Natürlich, natürlich. Oh, genau, in der letzten Folge haben wir den Kenworth W900 oder so ausprobiert, ne? Den neuen Truck. Oh, 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 seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Achtet mal auf die Geschwindigkeitsanzeige gleich. Wenn wir die überschreiten, wird hier rot. Die Dame wartet auf den Bus. So, wir müssen da gleich geradeaus. Ja, das ist, glaube ich, neu.
Das ist mir so auf jeden Fall noch nicht aufgefallen. Polizei kennen wir natürlich mittlerweile. Ach, es gibt aber auch so viele Mods noch, da müssten wir uns echt mal umgucken. Und da werde ich noch, ja, mir was Schönes raussuchen wahrscheinlich, was wir da noch installieren werden. Da gab es andere KI-Fahrzeuge oder generell Fahrzeuge, die man hier so rumfahren sieht. Aber da sehen wir schon, FedEx Express. Wupp, wupp, wupp. Sitzt Tom Hanks am Steuer. So, dann geht's hier gleich in unseren Verladebereich. Ja, hier, HMS. Das amerikanische THW, bloß in gelb und kommerziell. So, da, El Centro. Wir bringen schön Pflüge. Zum Glück kein Fluch, das wäre natürlich schlecht. So, mal eben ankoppeln hier. Das ist natürlich schön leichte Ware. Guck mal, auf so einem edlen Holzanlieger. Das sieht natürlich schon sehr edel aus. Wir gucken nach vorne, zack, und dann geht's los. Ja, es sind auch nur 3 Stunden, 51 Minuten oder 147 Meilen, die wir zu absolvieren haben. Und dann haben wir wieder eine Stadt entdeckt, die wir noch nicht kannten. Wir müssen uns aber eh auch mal in den Norden der verfügbaren Strecke oder der verfügbaren Karte wagen hier. Da waren wir ja noch gar nicht und da wissen wir auch noch gar nicht, wie es aussieht. Aber erstmal hätte ich jetzt gerne ein Eis eigentlich. Eiskram! So, jetzt guckt mal eben auf die Geschwindigkeitsanzeige da oben. Also im Navigator. Oh nein, wir sind zu schnell! Oh nein, es wird immer rosa! Wir sind viel zu schnell! Oh nein! Irgendwann explodiert's. Ne, wir bremsen auch mal wieder ab, würde ich sagen. Aber coole Sache, da weißt du auf jeden Fall direkt. Bist du auch nochmal visuell gewarnt. Achtung, du bist zu schnell. Das solltest du lieber nicht machen. Man muss nicht erst die Polizei kommen und hier ein bisschen Kohle abnehmen. Wir haben ja eh nicht so viel. Was haben wir denn gerade? 25.000? Ja, da kann man doch schon mal vor Freude 80 Meter vor der Ampel bremsen. Ja, was gibt's denn noch so für Mods? Ich habe schon viele gesehen. Grafikmod zum Beispiel auch, der die Nacht ein bisschen verbessert und da Texturen austauscht und so weiter. Aber ich glaube, mit so größeren Mods werde ich noch ein bisschen warten. Ich gehe mal davon aus, dass ich bei so Sachen wie Firmenlogos und so, da wird sich nicht mehr viel ändern, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Was aber so Features betrifft und naja, vielleicht auch Map-Erweiterungen und so, die werden ja, denke ich mal, erst nochmal von SES-Software kommen. Längere Gelbphase konnte man sich auch installieren, habe ich gelesen. Ich glaube, da werden wir immer mal zuschlagen, weil die ist echt ein bisschen rattig kurz, ne? Naja, solche Sachen gibt es da auf jeden Fall. Ist, glaube ich, sehr interessant, da mal rumzustöbern. Und vor allen Dingen von der Bedienung her super easy. Habt ihr ja gesehen, ne? Klickst auf Abonnieren und schon ist das Ding quasi runtergeladen. Und wird halt automatisch geupdatet, aktualisiert und auf den aktuellsten Stand gebracht und gehalten. Da musst du nicht gucken, welche Version vom Spiel habe ich, passt der Mod und so. Nein, es wird alles angezeigt und das ist sehr, sehr gut. Man muss einfach nur nicht farbenblind sein und schon dürfte man mit der Mod-Installation keine Probleme mehr bekommen. Boah, der Schaltvorgang war aber versaut. Oh nein, ich habe gar keine Musik, fällt mir gerade mal auf. Ja, da muss ich, glaube ich, dann habe ich jetzt vielleicht doch Musik und habe die aber schon im Nachhinein hineingelegt. Und deswegen kann ich da auch gar nicht mitsingen und so. Ist ja schade, ne? Das wollte ich natürlich immer am meisten. Wahrscheinlich nicht. So, bitte werde ich rot. Oh, guck mal, hier Tesla. Können wir schön ein paar Elektroautos mitnehmen. Hier müssen wir mal links. Bitte bleibt grün. Gucken um die Kurve. Und fahren natürlich auch mit 32 Meilen pro Stunde um die Kurve. Easy. So, und jetzt dürfen wir aber angasen so ein bisschen. Und schalten dafür mal einen Gang runter. Schalt mal einen Gang runter! Kommst ja gar nicht aus der Pötte. Ach ja, schön, wieder ein bisschen Truck fahren. Das ist so eine ganz eigene Form des entspannten Zockens irgendwie. Man achtet auf die Spiegel, man setzt die Blinker, man biegt zwar dann trotzdem auf die falsche Spur ab, muss direkt wieder rüber, aber das ist mir im echten Leben auch schon mal passiert. Scheiße, wir haben nur 10 Gänge, ne, 11 müssten wir noch haben, oder? Ne, wir haben echt nur 10 Gänge, Kacke.
Wiegestation, Umleitungsdienst. Zur Fahrzeugüberprüfung bitte eine nahegelegene Wiegestation aufsuchen. Das hatten wir ja noch nie. Da müssen wir doch hier mal hin. Ja, aber da wurden wir jetzt gerade rausgewunken. Und müssen jetzt kontrollieren lassen, ob unser Gewicht passt. Ob wir nicht zu fett geworden sind seit der letzten Folge. Halten Sie vorne am LKW stand und übermitteln Sie... das LKW-Gewicht. Ja, da vorne muss ich auf jeden Fall anhalten, ne? Tatsächlich, da steht die Polizei. Die kontrolliert mich hier gerade. Und hat eine schöne Personenwaage. Kann ich jetzt irgendwas machen? Nee. Ihr Gesamtgewicht 37.700 Pounds. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Gute Fahrt. Ja, kein Thema. War das jetzt mit meinem oder ohne meinem Gewicht? Wurde schon abgerechnet? Und könnten mir irgendwelche negativen Folgen entstehen, wenn das Gewicht nicht passt? Könnte das Gewicht durch irgendeinen Umstand nicht passen? Hat sich die Firma dann vertan? Kriege ich den Ärger? Kommt aber vielleicht auch noch. Und das sind auch so die Features, die ich meine. So ein bisschen, wenn sich da was entwickelt und man hat irgendwelche Mods installiert. Hätte es ja früher immer zu Probleme geben können, aber ich glaube, das ist dann jetzt auch mit dem Workshop recht gut lösbar. Ja, aber gut, haben wir auch mal eine Wiegung hinter uns. Wissen wir jetzt endlich mal, wie fett wir sind. Alter Schwede, ey, 17 Tonnen oder was? Das ist schon... So, dann müssen wir mal eben schauen, weil wir wieder pennen müssen hier. Aha, in 4 Stunden 58. Das heißt, unseren Auftrag kriegen wir da auf jeden Fall fertig. Und tanken müssen wir... Scheiße, habe ich den Knopf jetzt belegt? Nee, habe ich immer noch nicht. Ah, ich depp. Oder ist der hier? Nein, ist er auch nicht. Ja, tanken müssen wir aber erst in 288 Meilen. Da steht es ja auch. Wieso sehe ich das nicht? Ja, 77 Meilen noch bis zum Ziel. Das schaffen wir auf jeden Fall. Und hier wird es gleich dunkel. Jetzt gerade 6:30. Wenn wir pennen müssen... Ist es 10:30? Das ist doch eine schöne, gesunde Schlafenszeit für einen gesunden Tag-Nacht-Rhythmus. Oh, was haben wir da vor uns für eine Firma? Unter Container, was steht drauf? Ich crashe gleich. Charged. Der aufgeladene Fernseher mit Akkubetrieb. Der akkubetriebene 50 Zoll Flatscreen. Sehr, sehr praktisch. Für die übergroße Hosentasche. Übergröße. Übergroße Hosentasche. Ist doch richtig, ja. Für die Hosentasche in Übergröße, so rum. So, wo war nochmal Licht? Das können wir vielleicht schon mal anmachen. Nein. Sehr gut. Da. Das können wir auf jeden Fall schon mal anmachen. Ist ja gleich die Abendphase erreicht hier. Haben wir schon einen leichten Sonnenuntergang. Bevor es da noch irgendwelche Strafen gibt oder so. Das Risiko wollen wir nicht eingehen. Ja, ich habe auch gelesen, es gibt, glaube ich, neue Teile, die verfügbar sind. Also für mich jetzt und mein Level. Deswegen werden wir bald auch mal wieder in die Werkstatt gehen und gucken, was wir da so aufrösten können. Das müssen wir hier gleich erstmal ab. Denn da stand schon El Centro. Witzig, das ist auch unten rechts auf der verfügbaren Map. Ist das El Centro? Präziser Name, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen. Ach, guck mal, hier ist sogar Endstation. Zumindest für alles, was nicht computergesteuert wird. Ja, das war so klar. Anfahren am Berg, ich habe es einfach drauf. Schon wieder. Jetzt hat es geklappt. Ich habe es mit Handbremse versucht. Es hat sich aber irgendwie sehr unnatürlich angefühlt. Egal. Vielleicht müssen wir uns doch bald mal ein Automatikgetriebe kaufen. So, El Centro. Da sind wir. Hier könnte man theoretisch auch direkt schon pennen und tanken. Aber ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge machen. Ihr könnt schön erstmal ein paar Mods ausprobieren. Ich werde mich nochmal im Steam Workshop umsehen, auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Und da vielleicht noch die ein oder anderen schönen Mod installieren und euch dann natürlich auch zeigen, welche ich installiert habe und welche das genau sind. Weil gerade hier solche Sachen... wie Firmennamen umschreiben und so, finde ich schon ganz geil. Abwechslungsreichere Verkehrsfahrzeuge und so finde ich auch schon ganz geil. Sofern das nicht zu sehr auf die Performance schlägt.
Oh, schönes Wetter. Schönes Wetter, um schnell zu fahren. Ja, toll, toll, toll. Ja, witzig auch. Unser Anlieferungsort ist ein bisschen außerhalb von El Centro. Dead Irony, wie der geneigte Amerikaner sagen würde. Steht immer so ein bisschen schief, der geneigte Amerikaner. Ist auch so ein Pisa-Amerikaner. Boah, ich höre jetzt auf, schnell ankommen hier, bevor wir wieder Quatsch erzählen. Das geht ja gar nicht. So, da geht auch schon Licht an. Wir haben 7:45. 8:15. 8, mate. Die Landwirte und Farmer haben auch schon Feierabend und trinken sich ihr wohlverdientes Budweiser. Lecker, lecker Bier. So, und da sind wir auch gleich schon. Ach guck mal, aber das mag ich ja dann schon wieder, ne? Du kommst von so einer Technikfirma, die an Baggern rumschraubt und so weiter, holst da einen Flug ab und bringst den zu so einer Bauernfirma, zu einem Bauernunternehmen, zu Crops, zu einer richtig fat Farm, zu einer fetten Ranch. Boah, und dann, das ist aber okay. Hier müssen wir ein bisschen. Wie können wir denn hier einparken? Erstmal so kommen, denke ich doch mal. Hier rubbelt es ganz schön im Force-Feedback. So, dann. Ja, wie machen wir das? Fahren wir erstmal zum Joe. Wir schrecken ihn so ein bisschen. Ach, wo ist die Hupe nochmal? Warte. Da, Joe. So, mal eben einparken, bevor es gleich wieder hell wird. Ich glaube, da kommen wir aber so rein, wenn wir hier. An der rechten Seite nichts kaputt hauen. Ne, da ist glaube ich auch nichts. Ne, alles gut. Können wir hier links einfach so rausglotzen. Und uns da schön einfädeln. Können wir sogar noch ein bisschen paralleler gehen. Also paralleler im Sinne von nicht parallel. Ich bin der klügste Mensch der Welt. So, und jetzt gucken wir wieder in den rechten Spiegel, den ich mir anlasse. Weil ich einfach nicht so ein reelles Field of View und auch nicht so ein reell großes Bild habe wie im Echtleben. Da ist ja wohl die kleine Hilfe erlaubt. So, jetzt ziehen wir einmal gerade hier wieder. Zücke, zücke, zück. Und dann gucken wir nochmal. Ne, das bringt natürlich. Obwohl doch, die Ladung ist so gering. Kann man natürlich sehr schön drüber hergucken. Die Ladung ist gering. Die Ladung ist niedrig. Was rede ich denn heute schon wieder für einen Quatsch? Die Ladung ist niedrig, wollte ich doch eigentlich sagen. Entschuldigt bitte. Die Ladung ist niedrig. Entschuldigt. Ich glaube, wir sind an der linken Seite ein bisschen drüber, ne? Sieht zumindest so aus. Ja, scheiße, da rammen wir auch gleich schon die Scheune. Das ist nicht gut, müssen wir noch einmal korrigieren. Möglichst gerade nach vorne ausstrecken. Allerdings auch ohne den Anlieger da vorne zu rammen. Sondern jetzt nochmal ein bisschen nachfüttern hier. Zur rechten Seite hin. Oh, wäre auch mal cool, wenn man irgendwie in so ein Gebäude reinparken müsste. Das finde ich auch ganz nice, so rückwärts. Ja, okay, jetzt ziehen wir nochmal gerade. Nur um sicher zu gehen, dass wir auch. Zack, so. Na, immer noch nicht ganz geil, aber wir können auch noch ein Stück nach vorne hier. Ja, ja, ja. Eine Stunde Fahrt, 8 Stunden einparken, das kennen wir ja mittlerweile. Oh Gott, ich mach's einfach bei jedem Mal genau gleich. Oh Gott, ist das schlecht. Oh ja, komm, nochmal ein Stück nach vorne. Obwohl, ne, jetzt können wir eigentlich auch direkt schon nach hinten. Na, hallo? Motor wirkt die ganze Zeit ab. So, dann müssten wir doch eigentlich weit genug sein oder reicht es schon wieder nicht? Es reicht, glaube ich, schon wieder nicht. Komm, ich fahr jetzt einfach, das muss doch reichen. Der zeigt mir doch gleich an hier. Da! Zack! Sonst wäre ich noch ganz wild hier! Grandplätze müssten vernichtet sein. 140 Meilen gefahren, 3 Stunden 25 Minuten gebraucht. 17,6 Gallia getötet während der Fahrt. Und ja, immer noch Level Neuling. Ich sag danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Viel Spaß beim Workshop ausprobieren und beim, ja, Runterladen der Mods. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge American Truck Simulator. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.